Willkommen bei MeinKick TV. Heute zu Gast Thomas Busch von der Frankfurter Viktoria. Herzlich willkommen in unserem Wohnzimmer. Wir tippen heute den sechsten Spieltag der Kreisliga B in Frankfurt und würden da gerne wissen von dem Herrn Busch, was glaubst du, wie TG Sachsenhausen gegen FC Heisenrad Goldstein ausgeht? TG Sachsenhausen, gut organisierte Mannschaft, Heisenrad spielerisch auch relativ stark. Ein knappes Ergebnis, aber Sachsenhausen wird es entscheiden. Die nächste Partie ist FSV Bergen gegen TuS Niedereschbach. Niedereschbach vor der Saison von einigen als Meisterschaftsfavorit gezeigt. Ja, Niedereschbach, eine Mannschaft, die wir selber schon gespielt haben. Bergen kenne ich aus der letzten Saison, ich weiß nicht, was sich dort getan hat, aber zwei Mannschaften auf Augenhöhe, würde ich sagen. Ich denke, da ist die Tagesform entscheidend. Bergen spielt zu Hause, hat das Publikum im Rücken. Ich denke, ein knapper Sieg für Bergen. Würde uns auch gut zu Gesicht stehen, wenn Bergen ein paar Punkte gegenüber Eschbach gut macht, weil wir den Anschluss ja momentan ein Stück weit verloren haben. Also von daher 3 Punkte für Bergen. SV Mosaik Frankfurt gegen FC Korea Frankfurt. Ziemlich kuriose Partie wahrscheinlich. Was sagst du dazu? Wird ein Unentschieden. Kann ich ehrlich gesagt wenig zu sagen, weil ich beide Mannschaften viel zu wenig kenne. Vom Hören sagen, hier oder da vielleicht mal gesehen. Korea habe ich in der Vorbereitung einmal gesehen, haben sich ganz gut angestellt, aber schwierig für mich zu beurteilen, so aus der Entfernung. Also gestehen wir beiden einen Punkt zu. FV 09 Eschersheim gegen FC Serkeftinspor Frankfurt. Mhm. Wahrscheinlich auch eine sehr interessante Partie. Was glaubst du, wie es da ausgeht? Oh, Serkeftin hat ja ganz gut reingefunden in die Saison. 6 Punkte aus 2 Spielen. FV 09 Eschersheim, für die ich selber tatsächlich sogar mal gespielt habe in der Jugend, allerdings schon 148 Jahre zurück. ja, Eschersheim ist eigentlich eine Mannschaft, die immer für eine Überraschung gut ist. Serkeftinspor im Normalfall besser organisiert, mit den besseren Einzelspielern. Ich denke, dass Serkeftin das für sich entscheiden wird. Schon allein mit den 6 Punkten im Rücken und dem Blick nach oben in der Tabelle werden die da top motiviert auftreten und ich denke, die werden das entscheiden. Die Spielvereinigung Kickers 16 gegen SV Bonames, wahrscheinlich auch eine sehr interessante Partie, wie ich finde. Was ist da deine Meinung? Ja, sehe ich absolut offen. Beides Mannschaften, die in der Klasse gut aufgehoben sind, die im Mittelfeld vielleicht eine Rolle spielen. Tagesform, ja, also unentschieden. SC Riedberg gegen FC Fortuna Frankfurt, auch wahrscheinlich eine schön anzusehende Partie. Das ist eine interessante Partie. Fortuna kenne ich noch aus dem letzten Jahr und die sind mir von daher im Gedächtnis geblieben, als dass wir sie letztes Jahr ziemlich unterschätzt haben. Also war eine Mannschaft, die gegen uns auch körperlich sehr guten Eindruck gemacht hat, gut unterwegs war. Riedberg momentan ganz vorne mit dabei, also wird bestimmt ein interessantes Spiel. Riedberg zu Hause, ich tippe mal auf einen Sieg für Riedberg. Und zu guter Letzt, dein Verein, Frankfurter FC Viktoria, zu Gast beim SV Sandhof Niederrad, die nicht so gut in die Saison gestartet sind. Was ist da deine Meinung? Die nicht ganz so gut in die Saison gestartet sind, genau wie wir auch. Von daher, wir wollen die mal nicht unterschätzen, aber wir fassen die 3 Punkte ins Auge. Also alles andere wäre eine herbe Enttäuschung, wie wir generell sowieso immer gewinnen wollen. Wir wollen immer 3 Punkte, nie was anderes, aber jetzt gegen Niederrad sind die 3 Punkte tatsächlich fest eingeplant. Danke dir, das war der Spieltagstipp für den 6. Spieltag in der Kreisliga B in Frankfurt. Danke, Thomas Busch.